Weit draußen auf dem Meer ist das Wasser so blau wie die schönsten Kornblumen und so klar wie das reinste Glas. Aber erst dort, wo es sehr, sehr tief ist. Dort, wo nie ein Anker den Grund erreichen könnte und man viele Türme aufeinander setzen müsste, um vom Meeresboden den Wasserspiegel zu erreichen. Dort leben die Meeresbewohner. Dort an der tiefsten Stelle ist seit undenklichen Zeiten der Sitz des Meereskönigs, dessen Wasserreich vom Norden bis zum Süden und vom Westen bis zum Osten reicht und nirgends endet. Also wer von uns beiden verliert, muss ein Lied singen. Gut, und was für ein Lied? Egal, es muss nur traurig sein. Und wer dabei zu lachen anfängt, muss so lange singen, bis die, die gewonnen hat, sagt, sie darf aufhören. Zu bringen. Wie immer kann mein Schwesterchen nicht verlieren, Vater. Sie hat verloren und müsste jetzt singen. Wenn du verloren hast? Bitte sing weiter, kleine Nixe, ich höre dir so gerne zu. Stolz lacht der König, sie seufzt voll Kummer, ja, das wird für sie Liebe voller Trauer. Jubel im Schloss. Süßer Wein, den man...
Wirklich eine schöne Stimme, kleine Nixe. Wer sie einmal gehört hat, wird sie nie mehr vergessen. Oh, was ist denn das? Seht mal! Das ist mein Geschenk zu deinem Geburtstag. Wenn ich nur auch Geburtstag hätte wie du, freust du dich? Auf den Prinzen? Auch. Und auf die Schwestern. Auf das ganze Fest. Sie sind sehr hässlich, obwohl sie dieselben Augen haben wie wir. Nicht anfassen. Du weißt, was Großmutter gesagt hat. Die fangen Fische und essen sie sogar. Und sie bringen sich gegenseitig um. Ist das nicht lustig? So viele goldene Ringe. Sieh mal. Und sieh mal hier. Ich habe eine Blume der Menschen gefunden. Die schenke ich dir. Jetzt siehst du wirklich wunderschön aus. Warte nur, bis dich der Prinz so sieht. 8 Leute für dich, 8 Leute für mich. Hast du gesehen? Ein singender Fisch. Willst du? Für mich nichts? Schwesterchen! Der König des Roten Meeres und die Königin. Ist das ein Junge? Wenn er groß ist, bekommt er die Prinzessin des Korallenmeeres zur Frau. Der König des Gelben Meeres und die Königin. Mit Kindern hat man immer Probleme. Wenn ich nur an die Zeit denke, als du so alt warst. Es war eine schreckliche Reise. 3 Seeschlachten. Die Menschen haben bei uns schon Feuerpfeile und Feuerkugeln erfunden, um sich zu bekriegen.
Ich habe etwas gegen Feuer. Wasser muss Wasser bleiben. Der Kronprinz des Sargassomeeres kommt. Der Kronprinz des Meeres der untergehenden Sonne. Bitte beeilt euch. Und du auch. Oder wollt ihr die Prinzen warten lassen? Dein Gatte, wenn dein Geburtstag gekommen sein wird, kleine Nixe. Aber der sieht doch eher aus wie ein rotbrauner Frosch. Zufällig ist die rotbraune Farbe zurzeit sehr in Mode. Und fast alle Prinzen sehen ja, aus. Ja, ja, ich weiß schon warum. Weil deiner auch so aussieht. Ihr sollt nicht streiten. Ich, die Königin des Sargassomeeres. Wo ist das überhaupt, Oma? Das Sargassomeer ist... Weißt du, wo die Bucht der blauen Sterne ist? Du! Ich muss dir was sagen. Du würdest mir nicht glauben, wenn ich dir sage, dass er... Oma! Oma, pass ja auf, das ist meine Krabbe! Ich will sie dir ja nicht wegnehmen. Du bist aber auf ihre Schere getreten. Ach, was, Schere? Wie kann man nur so ein Wort sagen? Sag mal, wie erziehst du denn dein Kind, so ein unanständiges Wort in den Mund zu nehmen? Lass das meine Sache sein. Bei uns haben die Menschen begonnen, Dämme zu bauen. Mein Mann zerstört sie ihnen nachts immer wieder. Ich weiß schon gar nicht mehr, was Ausschlafen bedeutet. Ich muss euch erzählen, wie ich an meinem Geburtstag geheiratet habe. Ich bin zur Wasseroberfläche geschwommen und dann bin ich plötzlich aufgetaucht. Was habe ich gesehen? Fischer mit ihren Netzen. Ich habe mich in ihren Netzen verfangen. Was hast du getan? Was hätte ich tun sollen? Ich habe sie natürlich ertränkt. Hätte ich mich anfassen lassen sollen? Aber ich habe von Fellen gehört. Von was für Fellen? Also für mich gibt es nichts Schöneres als die Sonne. Die Sonne? Die Sonne. Und für mich? Was? Nur das Nordlicht. Dieses Blau, das langsam in Violett übergeht. Wenn du Geburtstag hast, Schwester, wirst du das auch erleben. Ich möchte jetzt mit dir gehen. Ich habe Angst. Und dort am Ufer wachsen sehr große Blumen, die die Menschen Bäume nennen. Und durch die Luft ziehen farbige Fische, die man singen hören kann. Sie singen sehr schön. Du hast genau die gleichen Augen wie deine Mutter. Ihr habt nie gesagt, was mit ihr geschehen ist. Nixen und Königinnen leben gewöhnlich 300 Jahre. Das Fest kann beginnen. Flusseis ist doch Flusseis. Ich lasse es mir immer aus Europa kommen. Es ist einfach das Beste. Das konnte ich heute meiner Sammlung hinzufügen. Poseidon, Neptun, der König aller Meere. Ich bitte besonders auf diese Partie zu achten. Die denken, wir sehen aus wie Fische oder vielleicht glauben sie, wir wären Fische. Ein Dreizack, mit dem ich Stürme hervorrufe oder sie besänftige. Ihr müsst doch selber sagen, das ist höchst unpraktisch. Ja.
Ich sammle leidenschaftlich gern kleine Zeugnisse menschlicher Torheit. Etwas habe ich von meinem Vater geerbt, aber das meiste habe ich selbst zusammengetragen. Die Menschen sind vollkommen naiv. Glauben Sie? Wie ist Ihre Meinung? Meine? Ich muss sagen, ich habe keine Meinung dazu. Genau genommen handelt es sich um eine optische Täuschung. Die Sonne geht unter und verliert sich dabei scheinbar im Meer. Aber objektiv betrachtet geht sie nicht unter, im Gegenteil. Die Erde mit all ihrem Wasser kreist nämlich in beträchtlicher Entfernung um die Sonne. Ich habe jetzt gerade eine sehr ausführliche Studie gelesen, die die Wissenschaftler meiner Akademie ausgearbeitet haben, in der sie sehr ausführlich auf dieses heikle Problem eingehen und Sie werden sicher begreifen. Oh ja, ja. Dass wir den Namen das Reich des Meeres der untergehenden Sonne nicht abschaffen dürfen. An Bräuchen sollte man festhalten. Es sei denn, die Akademie stellt den Antrag. Das verstehe ich aber nicht. Es ist nicht nötig, dass Nixon so etwas verstehen. Denn als Tochter des Königs aller Meere... Die Architektur und die Bildhauerei vielleicht. Aber ich bitte Sie zu beachten, wie viel Sorgfalt Sie der Verzierung Ihrer Waffen widmen. Ich muss gestehen, ich mag Sie nicht. Sie sind grausam, hinterhältig und feige. Und Sie bringen sich gegenseitig um. Das einzig Vernünftige, was Sie erfunden haben, ist der Wein. Aber Sie sind schon dabei, ihn zu verfälschen. Ist das die Grotte? Man erzählt sich, darin sei ein Fenster, durch das Ihr Vater, der König aller Meere, alles sehen kann, was sich auf den Meeren und auf dem Land zuträgt. Daher darf sie niemand betreten. Er weiß, dass er alt ist und einen Nachfolger braucht. Und wie ich höre, mag er sie am liebsten von all seinen Töchtern. Es ist Zeit. In einem Jahr werden wir uns wiedersehen, kleine Nixe. Jeder hat beim ersten Mal Angst. Komm, ich werde dich begleiten. Da oben ist jetzt Nacht. Und schon bald wird die Sonne aufgehen. Thank you.
Hab keine Angst, ich werde dich nicht bestrafen. Hab keine Angst, kleine Nixe. Es hätte keinen Sinn, dich zu bestrafen. Du kannst nichts dafür, dass du ihre Augen hast. Dieselben törichten, neugierigen Augen. Sie hat mir 6 Töchter geschenkt und ist nach jeder noch schöner geworden. Ich wusste nicht, dass das ihre Statue ist. Hier soll es irgendwo ein Fenster geben, durch das man alles sieht. Alles, was auf Land und Wasser vor sich geht und so weiter. Wer hat dir das gesagt? Dein Prinz? Wahrscheinlich hat er das von seinem Vater. Das war so ein Idiot. Die Welt und die Menschen. Das hat keinerlei Bedeutung. Nirgends ist auch nur ein Anflug von Logik zu erkennen. Sie können nicht ohne Wasser und nicht im Wasser leben. In ihren Büchern findest du nur Worte und Blut, und die haben nur den Zweck, armen Frauen und Kindern den Kopf zu verdrehen. Leidenschaft, Liebe und Freundschaft, Treue, was sonst noch. Und was heißt das in Wirklichkeit? Wie schön sie ist. Sie lächelt so glücklich. Geh jetzt lieber schlafen. Weißt du eigentlich, was mit Nixen passiert, die zu neugierig sind? Sie lösen sich auf in Meeresschaum. Und am Ufer dort stehen ganz große Blumen. Die nennen die Menschen Bäume. Aber du siehst völlig übermüdet aus. Ich fühle mich sehr gut. Noch die Geschichte von der Sonne. Und morgens steht die Sonne hoch über den Bäumen. Farbige Fische ziehen ihre Bahnen durch die Luft. Sie schlagen mit ihren Flügeln und singen. Das hast du schon erzählt. Bitte erzähl mir noch etwas von deinem Geburtstag. Das ist schon sehr, sehr lange her. Ungefähr 280 Jahre. Ich bin den Meinen davongelaufen und bin fast bis zum Ufer geschwommen, obwohl das streng verboten war. Und auf einem Felsen hoch über dem Meer saß ein barfüßiger Prinz und hütete irgendwelche seltsamen Tiere. Delfine? Nein, Delfine waren das nicht. Auch keine Seehunde. Sie hatten Hörner wie Walrosse, aber die zeigten nach oben. Und an den Ohren und an einem Schnürchen um den Hals gebunden, hatten sie kleine Glöckchen. Und der Prinz spielte auf einer Flöte und die Glöckchen läuteten dazu. Und weiter? Was war dann? Ach, was soll gewesen sein? Ich habe Angst bekommen. Denn als der Prinz mich gesehen hatte, lief er auf mich zu. Und als er sah, dass ich vor ihm fliehen wollte, rief er, lauf doch nicht weg, schöne Nixe, und hab keine Angst vor mir, ich möchte dich nur küssen. Ich lief natürlich weg, weil das schrecklich gefährlich gewesen wäre. Es heißt nämlich, dass man in einem solchen Augenblick alles vergessen kann, wer man ist, woher man kommt. Hast du diesen Stein gefunden? Er ist schön, nicht wahr? Den hat mir meine Mutter geschenkt, als ich noch klein war. Sie sagte, mit dem Stein könnte man Stürme besänftigen. Und auf der ganzen Welt gäbe es nur 2 solcher Steine. Einen würde sie mir schenken und den anderen behalten. Diesen Stein habe ich im Inneren eines Meervulkans gefunden. Und den da bei der Behausung einer Meereshexe. Sie hat mich zum Glück nicht gesehen. Ich sie auch nicht. Ich habe nur gehört, dass sie gesungen hat. Das war ein ganz seltsames Lied. Ungefähr so.
Hört auf! Hört ihr das? Als würde in weiter Ferne jemand singen. Es heißt, die Klippen des Meereskönigs würden so singen, mein Prinz. Noch niemand hat sie je durchquert. Aber wir. Bitte ändert den Kurs. Kurs Nord-Nordwest, kapiert! Los, wirft das Steuer rum! Wer so singt, den möchte ich sehen. Vielleicht ist sie so schön wie ihre Stimme. Es ist zu Ende. Leider ist es ein sehr kurzes Lied. So langweilt es nicht. Ein sehr schönes Motiv und ein dramatisches Ende. Nicht vertrage, sind lyrische Lieder ohne Ende, die keine Aussage haben. Vielleicht bin ich einfach zu alt, um sowas zu ertragen. Bestimmt habt ihr jungen Leute eine andere Meinung darüber. Das würde ich mir nie erlauben. Ja, ja, das habe ich mir gedacht. Ihr müsst euch beeilen, bald werden die Sterne aufgehen. Es wird angenehm sein, an die Wasseroberfläche zu kommen. Keine Angst. Ich führe dich. Halte dich nur immer an meiner Hand fest. Meine kleine Nixe. Ein Feuerwerk. Zu Ehren des Prinzen, der heute Geburtstag hat, genau wie du. Und der es kaum erwarten kann, bis er dich endlich sieht. Mich? Hab keine Angst. Von den Klippen aus werden wir alles sehen. Das Schiff wird bald an den Klippen zerschellen. Es gehört dir. Und alles, was darin ist. Danke, Vater. Die herrlichen Segel und die wunderbaren Flaggen? Der am Steuer ist sicher der Prinz. Jetzt werden sie den Großmast niederreißen, um dem Wind zu entgehen.
aber die Strömung wird sie trotzdem an den Fels treiben. Es ist eigentlich vollkommen unnötig, extra dafür einen Sturm zu entfesseln. Das letzte Mal haben sie Boote ausgesetzt. Schnell, Boote aussetzen! Er ist tot. Er war in dem Augenblick tot, als er dich singen hörte. Das hast du mir nicht gesagt. Ich habe gesehen, wie sie ertrunken ist. Ihre weißen Hände und dann nichts mehr. Es war dunkel. Da ist die Sonne. Siehst du sie? Wach auf! Schlaf nicht! Die Menschen dürfen im Meer nicht schlafen. Ich könnte dich mit auf unser Schloss nehmen, aber dann würde ich dich töten. Wach auf! Du darfst nicht schlafen. Das Ufer muss ganz nahe sein. Und dort wachsen große Blumen. Und über denen ziehen bunte Fische und singen. Thank you.
Dein Glück, dass du zurückgekommen bist. Er hat dir gehört und du hast ihm sein Leben geschenkt. Das war dein gutes Recht. Er hat dir gehört wie alles auf dem Schiff. Nun wirst du ihn nie wiedersehen. Du weißt doch alles, oder wenigstens fast alles. Darf ich fragen, was jetzt mit ihm ist? Er lebt. Er wird jetzt auf einem anderen Schiff in sein Land zurückgebracht. Und wo ist das Land? Du hast gefragt, was jetzt mit ihm ist. Willst du nicht trinken? Es ist griechischer Wein. Er schmeckt nach Harz. Der Menschenprinz liegt unter Deck. Seine Augen sind geschlossen, aber er schläft nicht. Er kann nicht einschlafen. Denn er muss immer an das Mädchen mit den dunklen Haaren denken, das sich über ihn gebeugt hat. Vielleicht erinnerst du dich noch an sie. Du warst schon tief unten im Meer, als er zu ihr gesagt hat: Du hast mich also gerettet. Das ist nicht wahr! Nicht wahr. Ich habe dir nie die Unwahrheit gesagt, nicht einmal als du klein warst und Dinge wissen wolltest, die man Kindern nicht sagt. Darf ich dich noch etwas fragen und sagst du mir die Wahrheit? Wenn die Menschen nicht ertrinken, leben sie dann ewig? Wirklich leben sie höchstens 20, 30 Jahre. Dann beginnen sie zu altern. Wenn jemand 100 Jahre alt wird, erzählt man sich schon von ihm. Du wirst 300 Jahre leben. Also vergiss ihn. Ich habe über alles nachgedacht. Deine Flucht, durch die du den Bräutigam und die Gäste beleidigt hast, wird man bis zum Winter vergessen haben. Der Prinz des Meeres, der untergehenden Sonne, wird als mein Nachfolger hier bleiben. Und du wirst die Königin aller Meere mit ihm. Du wirst bestimmt sehr glücklich sein. Die Königin aller Meere. Das klingt sehr schön. Trotzdem, für einen Tag als Mensch würde ich meine 300 Jahre geben. Wenn ich ihn noch einmal sehen könnte und ihm sagen... Was? Es war nicht die zweite, sondern ich. Ich war es, die dich gerettet hat, die dich die ganze Nacht in den Armen hielt und dich am Ufer in den Sand legte, weil ich zurück musste. Weil ich eben wieder ins Meer zurück musste. Die dumme kleine Nixe, die sich sonst in Meeresschaum aufgelöst hätte. Thank you.
wird's vergessen, bald heiratet sie. Dann kriegt sie Kinder und hat Sorgen. Ich warte schon 3 Tage. Lassen Sie mir noch einen Tag Zeit. Vielleicht bin ich abergläubisch, aber ich habe den Stein aus meiner Halskette verloren. Den von meiner Mutter. Diesen Zauberstein, der Stürme besänftigt. Es gibt nur 2 davon auf der Welt. Gestern sagten Sie, es sei ein Stein aus dem Innern eines Meeresvulkans. Den habe ich wiedergefunden, aber der andere ist noch immer weg. Er war hellrot und hat geleuchtet. Ein einziger Tag, was macht Ihnen das aus? Das Fest dauert noch einen ganzen Monat. Alle werden den neuen König und seine Königin feiern wollen. Sie hätten ihr nachgehen sollen. Was hatte sie sich heute ausgedacht? Noch ein Stein aus ihrer Kette? Der hellrote. Rot wie Blut. Suchen Sie sie. Geht und bringt mir die kleine Nixe und fangt mit den Hochzeitsvorbereitungen an. Sag, Mutter, was soll ich machen? Soll ich zurückgehen? Was würdest du tun, du Königin aller Meere? Soll ich zurückgehen? Oder soll ich alles für die Hoffnung opfern, ihn irgendwann wiederzusehen? Schwesterchen! Hexe, ich will doch zu dir. Du darfst mir nichts tun. Ich habe auch Geschenke. Spielzeug für Kinder ist das. Aber gut, dass du es gebracht hast. Für den Zweck, für den wir es hier brauchen können, eignet es sich gut.
Du weißt, was ich will? Glaubst du denn, ich wüsste nicht, was kleine Nixen von Hexen wollen? Den Menschen ähnlich werden. Du willst, dass der junge Prinz, den du gerettet hast, sich in dich verliebt. Das ist ein dummer Einfall. Aber dein Wille soll trotzdem geschehen, kleine Prinzessin. Denn dieser Einfall wird dich ganz sicher ins Verderben stürzen. Ich werde dir einen Trank bereiten. Und wenn du den trinkst, dann wirst du den Menschen so ähnlich sein, dass du die Erde berühren kannst, ohne dich in Meeresschaum aufzulösen. Du wirst natürlich trotzdem kein Mensch sein. Aber keine Tänzerin wird sich so anmutig bewegen wie du. Du wirst allerdings bei jedem Schritt Schmerzen verspüren. Als würdest du auf scharfe Messerklingen treten, die tief in deine Füße eindringen. Wenn du das alles ertragen willst, werde ich dir helfen. Ich will's. Ich werde ihn suchen, auch wenn die Schmerzen noch größer werden, als du sie beschrieben hast. Sei nicht so voreilig. Das ist nämlich noch nicht alles. Sobald du die Erde berührt hast, gibt es keine Rückkehr mehr für dich. Du wirst nie wieder in deinem Leben eine Nixe werden können. Du wirst nie mehr den Meeresboden betreten können, um deine Schwestern und das Schloss deines Vaters zu sehen. Und wenn du die Liebe des Prinzen nicht erringen kannst, wird dir das Herz brechen, wenn du erfahren musst, dass er eine andere geheiratet hat. Und du wirst dich dann für immer in Meeresschaum auflösen. Oder du müsstest beide umbringen. Dazu wirst du aber zu feige sein. Ich will das alles. Ich gebe dir für deinen Trank alles, was ich habe. Diese Halskette. Das ist alles Tand. Wertvoll ist nur dieser Stein, der die Stürme besänftigt. Aber den habe ich schon. Und ich habe ihn nie gebraucht. Diesen Stein? Das schlechteste Geschäft, das ich je gemacht habe. Ich falle nicht nochmal drauf rein. Du hast die schönste Stimme von allen, die hier auf dem Meeresgrund leben. Und wahrscheinlich denkst du, du bezauberst den Prinzen damit. Deine Stimme überlässt du aber mir. Als Bezahlung für den Trank, den ich dir bereite. Ich möchte selbstverständlich das Beste, was du hast. Und was bleibt mir dann noch? Deine Schönheit. Deine Augen. Damit kannst du versuchen, den Prinzen zu bezaubern. Bitte sing. Ich habe dir doch mein Lied eigens beigebracht. Und wenn du zu Ende gesungen hast, wirst du stumm sein. Aber jeder, der dich erblickt, wird sagen, dass du das schönste Mädchen bist, das er je gesehen hat. Weiß ist der erste Stein, blendet die Sinnen. Rot ist der zweite, der verschließt die Lippen. Das ist die dritte Tochter des Königs von Spanien, mit Gift 3000 Dukaten. Wir brauchen nicht zu betonen, dass uns schon die Hälfte retten würde. Tanzen Sie, Prinz, tanzen Sie! Seit Sie versucht haben, die Klippen des Meereskönigs zu durchschiffen, kommt kein einziges Schiff mehr in den Hafen zurück. Und das Meer nimmt uns immer mehr Land weg. Es überschwemmt die Felder, auch die Ernte. Wir werden neue Dämme bauen. Für den Bau der Dämme benötigen wir aber Geld. Die Weiße da ist eine Prinzessin aus einem Land, wo man sich nur zu bücken braucht, um im Sand die Edelsteine aufzulesen. Ich brauche nur gewöhnliche Steine, Menschen und schweres Holz, das im Wasser nicht verfault. Das auch von den höchsten Wellen nicht gebrochen werden kann. Ich brauche große Steine und Stämme, nicht das, was ihr bringt. Sie dürfen jetzt nicht weggehen. Schwarz ist an der Felder,
Wir hätten ihm sagen sollen, dass wir auch für das, was wir bringen, Geld aufnehmen müssen. Lassen Sie sich lieber einfallen, wie wir ihn entschuldigen. Och, mit unaufschiebbaren Staatsangelegenheiten. Wir erklären mit Bedauern, Dämme, dass wir bezwingen wollen. Also, ich habe schon ganz diskret Verbindungen zum spanischen Hof aufgenommen. Wie ist das mit Ihnen? Wollen Sie warten, bis das Meer bis hierher vordringt? An die kleine Nixe denken, wenn ich dich sehe. Keine Nixe kann aber so schön sein wie du. Nur einmal in meinem Leben habe ich ein Mädchen gesehen, das so schön war. Wo kommst du her? Und sag mir, wie du heißt. Hab keine Angst. Das Meer wird dir jetzt nichts antun. Für die kleine Nixe. Wer ist diese Prinzessin? Ich weiß nicht, Mutter. Das Meer hat sie gebracht. Ich habe sie gefragt, wie sie heißt, aber sie antwortet nicht. Vielleicht hat sie die Sprache verloren, als ihr Schiff untergegangen ist. Sie ist schöner als alle Prinzessinnen, die hier versammelt sind. Und sie trägt Edelsteine, die nicht mal eine Königin besitzt. Ihr Vater ist sicher der König eines ungeheuer mächtigen Reiches. Warum spielt ihr nicht? Spielt zum Tanz für den Prinzen auf! Das verstehe ich nicht. Kein Schiff ist in den Hafen eingelaufen. Als ob der Sturm sie hergebracht hätte. Wir brechen sofort auf. Sie haben zugesichert, dass der Prinz... So dringende Staatsangelegenheiten? Im Übrigen war Ihr Feuerwerk erbärmlich. Bestimmt ist es eine Prinzessin.
sie würde sonst nicht so schön tanzen. Aber wenn ich dir alles gebe, was bleibt mir dann noch? Deine Schönheit, deine Augen. Keine Tänzerin wird sich so anmutig bewegen wie du. Aber bei jedem Schritt wirst du Schmerzen verspüren, als würdest du auf scharfen Messern gehen. Das macht nichts. Die ganze Nacht habe ich dich in meinen Armen gehalten, damit du nicht ertrinkst, mein Geliebter. Überall habe ich dich gesucht. Bitte versuche zu verstehen, was ich sage. Versuche, ob du mich hören kannst, auch wenn ich meine Stimme der Hexe geben musste. Ich wäre sonst nicht hier und könnte nicht mit dir tanzen. Vielleicht Beatrice? Dann heißt du Susanne. Helena? Eva. Wer ist diese Prinzessin? Sie ist eine Meernixe. Bald wird sie es selbst glauben. Das ist eine Geschichte, die man sich hier überall erzählt. Man sagt, seit ich versucht habe, die Klippen zu umschiffen, nimmt uns das Meer alles weg. Die Ernte und die Dämme. Die Menschen flüchten schon in die Berge. Sie beginnen an die Rache des Meereskönigs zu glauben, den ich beleidigt habe. Und das verstehe ich. Sie versuchen, ihn mit Blumen und Muschelopfern zu versöhnen. Sie flehen ihn an, dass er wieder ihre Netze füllt. Vater, du König aller Meere. Nur weil ich ihn gern habe? Hilf mir, bitte. Auch mir bricht es fast das Herz, dass ich dich verlassen habe. Aber ich konnte nicht anders. Es ist nicht nur der Widerschein der Sonne. Es sieht aus, als hätte jemand Blut mit Wasser vermischt. Zieht die Netze hoch! Sie hat seit gestern nichts gegessen. Sie muss etwas zu sich nehmen. Mhm.
bezahlt unsere Gläubiger aus und kauft sofort Holz, das im Meer so schwer wie Stein wird. Eine gute Nachricht. Drei Schiffe sind in den Hafen eingelaufen. Sie sind voll beladen. Du hast mir Glück gebracht. Aus diesem Fels werden wir Steine schlagen. Wir werden die Wälder roden und neue anlegen. In den Tälern pflanzen wir Obstgärten. Das ganze Land werden wir verändern. Und die Menschen brauchen keine Angst mehr vor Überschwemmungen zu haben. Ein Apfel. Beiß hinein. Das sind Apfelbäume. Vielleicht wachsen sie nicht in dem Land, aus dem du kommst. Ein Apfel? Ein schönes, seltsames Gefühl. Wenn ich dir in die Augen schaue, kann ich erkennen, was du sagen möchtest, auch wenn du nicht sprichst. Jetzt sagst du, es ist schön hier. Am liebsten jage ich unter Wasser. Ich verstehe, dass du Angst davor hast. Aber es ist wirklich ein wunderbares Gefühl. Man schwimmt da in Landschaften, von denen du noch nicht einmal geträumt hast. Über meinem Kopf schwimmen Quallen und Schwärme kleiner Fische fliehen nach allen Seiten. Einige davon sind silbern, andere golden und wieder andere ändern ihre Farbe. Irgendwann erzähle ich dir mehr vom Meer. Ich liebe es, obwohl es mich fast getötet hat. Vorsicht, verbrenn dich nicht. Na los, Fische muss man heiß essen. Vielleicht magst du Fische nicht, aber den habe ich extra für dich gefangen. Ich liebe dich. Ich würde alles für dich tun. Ich liebe dich. Schweig bitte eine Weile und versuche zu hören, was ich zu sagen habe. Wenn du deinen Kopf an mein Herz legst, kannst du vielleicht mehr hören. Ich fühle mich wohl mit dir. Manchmal glaube ich, weil du dem Mädchen ähnlich siehst, das mich gerettet hat. Als wir an den Felsen gescheitert waren, haben mich die Wellen an den Strand getragen. Das war ich. Weißt du das nicht mehr? Ich habe dir gesagt, wach auf, Menschen dürfen im Meer nicht schlafen. Und dann? Schlug ich die Augen auf und sah sie vor mir. Sie hatte wunderschönes, wallendes Haar und hatte sich über mich gebeugt. Wie du jetzt. Ich wusste sofort, dass es nur einen Menschen auf der Welt gab, den ich lieben könnte. Aber ich habe sie nicht mehr gesehen. Der Strand gehört zu einer Mädchenschule. Vielleicht war das Schicksal und das Meer hat mir dich an ihre Stelle gebracht. Wer ist das, Vater? Der Prinz mit seiner kleinen Meeresnixe. Die unsere Netze verzaubert hat, dass sie voller Fische sind? Hast du gehört? Die Leute erzählen bereits Märchen über dich. Sie haben zu dem alten Märchen von der schönen Meereskönigin, die sich in einen armen Fischer verliebt hatte und die für ihn alles verlassen hatte, das Meer und den König und ihre sechs Töchter, eine Fortsetzung erdacht. Du bist die sechste Tochter, die Meeresprinzessin. Und du bist gekommen, um uns zu retten. Wir werden heiraten und wenn wir nicht sterben, werden wir ewig leben. Wir werden viele, viele Kinder haben. Die Netze der Fischer werden voller Fische sein. Und in jeder dritten Muschel wird man eine Perle finden. Warum weinst du? Das ist doch ein schönes Märchen. Ich finde es wundervoll. Nur meine Ratgeber nicht. Die sagen, das ist eine stumme Königin, von der niemand weiß, woher sie kommt. Die haben sich für mich ein anderes Märchen ausgedacht.
Die sagen mir immer wieder, dass in einem immens großen Land hinter dem Sargassummeer ein König lebt, der nur eine Tochter hat. Und wenn er einmal stirbt, könnte ich Herrscher über das gesamte Sargassummeer werden. Aber hab keine Angst, ich möchte weder das Reich noch die Tochter. Du segelst mit mir dorthin. Wir werden dem König unsere Gaben zu Füßen legen. Und wenn wir zurückkommen, finden wir in jeder dritten Muschel eine Perle. Wir werden viele, viele Kinder haben und leben bis zu unserem Tod glücklich zusammen. Du bist noch schöner als das Mädchen damals am Strand. Hilf mir noch einmal, Vater, du König aller Meere. Mach irgendetwas, damit er sie vergisst. Sie sehen sehr blass aus. Sie hätten nicht mit uns segeln sollen. Das ist nichts für Frauen. Wenn ich Ihnen sagen würde, was meine Taucher alles im Meer gesehen haben, wären Sie sicher entsetzt. Riesige Schlangen mit zwei Köpfen und viele Kraken, die dem Menschen die Knochen brechen und sein Blut aussaugen. Die Prinzessin bekommt 15 Schiffe als Mitgift. Die Flotte des Königs umfasst 96 Schiffe. 3 schwer bewaffnete Kriegsschiffe, 12 Schlachtschiffe, 20 leichte Dreimaster. Wer ist jetzt an der Reihe? Ich? Ja, Sie, Prinz. Versuch du's. In jeder Muschel eine Perle. Oh, nur 6er. Jetzt haben Sie aber verloren. Das sind Salutschüsse! Zieht die Begrüßungsflaggen auf und schießt den Ehrensalut! Der König erwartet Sie bereits. Beachten Sie, dass es von der Tür bis zum Thron 150 Schritte sind. Und lebende Gaben bitten wir nur ganz kurz vorzuführen. Die Prinzessin ist noch sehr müde. Sie ist erst vor kurzem aus der Schule zurückgekommen, wo sie zu ihrer Erziehung hingeschickt worden war. Und wenn ich bitten darf, nur kurze Schritte. Am besten im Takt zu den Fanfaren. Der König hat seinen Thron in der Mitte. Zu seiner Rechten sitzt die Königin und links die Prinzessin. Der Prinz des Südreiches mit seinem Gefolge. Thank you.
Du bist das? Ich weiß noch genau, wie ich dich am Strand gefunden habe. Du hast mich gerettet. Ich habe dich nur gefunden. Ich habe dich überall gesucht, aber sie haben dich versteckt. Ich wurde eingesperrt. Ich sah aber, wie du weggebracht wurdest. Und seit damals der Prinz des Südreiches. Das ist einfach zu schön. Eigentlich wollte ich nicht herkommen. Du hast mich zum ersten Mal geküsst. Eigentlich wollte ich dich nicht empfangen. Ich wurde überredet. Die Geschenke für den König, die Königin und die Prinzessin. Es handelt sich um die höchsten Auszeichnungen, die das Südreich zu vergeben hat. Die goldene Halskette und die goldene Rose. Eine Kollektion ausgesuchter exotischer Tiere, wilde Raubtiere, exotische Vögel. Schickt man das Mädchen auf eine Schule, wo sie keinen Mann sehen soll. Das ist absolut unschicklich, dass er sie zuerst küsst und dann erst herkommt und um ihre Hand anhält. Du hast ein Messer. Damit tötest du sie. Sonst wird dir das Herz brechen. Einen Tag nach ihrer Hochzeit. Und du wirst dich auflösen in Meeresschaum. Nur du weißt über uns Bescheid. Du wirst dich sicher über unser Glück sehr freuen. Wie ähnlich ihr euch seid. Dann beeile dich. Alle schlafen und niemand wird es erfahren. Sie werden auch so sterben. Siehst du, wie sich der Sonnenaufgang rot durch den Nebel ankündigt? Wenn die Sonne aufgegangen sein wird, zerschellt das Schiff an den Klippen. Du hast dein Messer. Noch kannst du zurückkehren. Ein einziger Tropfen Blut aus seinem Herzen genügt.
Die Nixe geblieben. Das Meer blüht ja. Niemals kommt er wieder. Ja, das war's.